Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren neuen Tintenreview hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute möchte ich euch die Nudlers Navajo zeigen. Eine hervorragende Tinte, eine wunderschöne Tinte mit wirklich hervorragenden Eigenschaften, muss ich sagen. Eine Kaufempfehlung von einem meiner Zuschauer, der mich per E-Mail angeschrieben hat und erst ein bisschen aufmüpfig geklungen hat. Weil er behauptet hat, Konpeki ist Mist, Rohre und Klingler ist Mist, alles ist Mist. Außer Nudlers ist geil, weil Nudlers schattiert sehr gut und alle anderen Marken nicht. Also Diamine ist Mist und alles ist Mist. Konpeki, alles ist Mist, ja. So, und nachdem ich mich beruhigt habe und meine Neugier mich gepackt hat, habe ich mir dann so ein Glas bestellt. Also Amazon führt viele Nudlers-Tinten, diese allerdings nicht. Die habe ich direkt von eBay bezogen. Ich habe wahrscheinlich zu viel dafür bezahlt, egal. Ich habe sie jetzt da, weil ich bin ja neugierig wie die Sau und will alles immer wissen. Ob da was dahinter steckt, hat der Typ recht mit dem, was er sagt. Und der Sache will ich jetzt mal so ein bisschen auf den Grund gehen, euch das auch zeigen. Vielleicht auch im direkten Vergleich mit Compeki, wobei ich sagen muss, dass Compeki und Navajo zwei unterschiedliche Farben sind. Ja, also Navajo steht ja auch hier drauf, Türkis. Ja, das ist ein dunkleres Türkis, also ein Blau mit einem grünen Schimmer, würde ich sagen, also grünen Stich. Ja, und Compeki ist ja eher blau, blau, einfach blau. Ja. Und ja, wie das aussieht, das will ich euch zeigen. Natürlich einmal hier. Ich habe die Tinte derzeit in zwei Füllern drin. Einmal in meinem M1000, einfach weil diese dicke, breite Feder oder diese flexible Feder vom M1000 der Tinte hilft, sich wirklich gut zu entfalten, ja. Und einmal ist er hier, die Medium-Feder, und einmal hier in dem Füller von meiner Freundin, das ist der M400. Zeige ich euch auch vielleicht mal, ja. Also auf jeden Fall, also die Tinte, das ist halt hier Nudlers Navajo. Ja, es ist schon eine schöne Tinte, ja. Und vor allem, was mir an dieser Tinte gut gefällt, ist, und es ist, Leute, ich hasse es, wenn ich Fehler zugeben muss. Was aber nicht heißt, dass ich es nicht tue, wenn ich es nicht muss. Oder wenn ich es muss. Also, also ich liebe Compeki immer noch. Navajo ist in seiner, ich sage jetzt mal, Beliebtheitsskala bei mir. Vielleicht um 0,001 Punkt gestiegen über Compeki, sage ich mal. Warum? Zeige ich euch hier. Ich meine, wenn der Zuschauer, der hat mir gesagt, Navajo schattiert sehr schön und das ist auch wirklich wahr. Am besten zu sehen mit dem Pelikan M1000 wegen dieser schönen flexiblen Feder. Ja, doch, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich sage es, ich gebe es nicht gerne zu. Aber es ist so. Ja. Und um euch auch mal gleich einen Swap zu zeigen. Oder ein, ja, die Schmiererei halt. Die Tinte riecht ein bisschen. Ja, also, es riecht jetzt nicht unangenehm. Man muss es nur wissen. Wenn man sich diese Tinte kauft, sie riecht ein bisschen. Ja. Aber ich sage es mal, normalerweise, man hat sich irgendwann dran gewöhnt und dann geht das auch. So. Ja. Dieses Schattierungsverhalten, also dieses Schattier, es shadet wunderbar, wunderbar. Muss ich ehrlich sagen, sehr, muss ich leider sagen, ja, da hat der Zuschauer echt recht gehabt, ja.
Ich will euch aber auch gerne noch den Vergleich zeigen zu Compeggy, denn ich bin auch gefragt worden von Leuten, die mit mir direkt im Kontakt stehen, wie das denn jetzt aussieht mit Compeggy, ob Compeggy jetzt in meiner Gunst gesunken ist, ja? Und wenn ja, warum? Dazu möchte ich euch gerne einen kleinen Vergleich zeigen. Ja, ich habe hier in meinem Pelikan M800, ja, den ich auch noch reviewen werde. Da habe ich die Compeggy drin. Ja, fließt erstens mal nicht so gut wie jetzt die Navajo. So, und ich versuche es jetzt mal mit dieser 18 Karat Medium-Feder ein bisschen was rauszukriegen. Weil Compeggy ja auch dafür bekannt ist, dass sie gut schattiert. Was sie ja auch tut, unter Umständen. Ja. So, und wenn ich den Swap jetzt noch ziehe. Wobei ich sagen muss, schon mal als direkten Vergleich, Compeggy riecht nicht. Also ich würde sagen, Compeggy ist komplett geruchsneutral. Ja, ist von der Farbe her aber auch eigentlich etwas völlig anderes. Also von daher, Compeggy ist immer noch geil. Also ich liebe Compeggy immer noch. Ja, aber wenn es jetzt darum geht, welche Tinte benutze ich jetzt für meinen Lieblingsfüller, den M1000? Dann würde ich sagen, ganz klar, da bin ich bei der Navajo, einfach weil sie besser schattiert. Ich habe diese Tinte auch schon in meinem Pelikan M800 drinne gehabt und muss sagen, sie fließt sehr, sehr gut. Also ganz klar, die Tinte fließt wunderbar. Am besten zur Geltung kommt sie aber bei dieser großen, flexibleren Feder vom M1000. Ja, von daher habe ich das auch so gemacht. Ja, ich tue das jetzt mal zur Seite. Denn natürlich, Tintenreview beim Schorsch heißt immer auch Tomoe River. Und das möchte ich auch jetzt auch hier nicht vorenthalten. Ja, weil es interessiert ja jeden, wie ist das? Ist da Schienen drin? Ist da mehr Shading drin? Was ist es? Ja, also auf jeden Fall, es kann nicht schaden. Von daher mache ich es auch. Von der Menge her ist auch recht viel drin. 3 Ounces, das sind, keine Ahnung wie viel, aber es ist re recht viel. Also da ist eine ganze Menge Tinte drin. Ja, und wenn ich da jetzt, sagen wir mal, so ein paar Tropfen hier aufbringe, dann schadet das überhaupt nicht. Ja, ich habe auch schon bereits einige Proben von dieser Tinte verschickt, an einige wenige, die neugierig waren und das ausprobieren wollten, ebenfalls ausprobieren wollten. Die Tinte fließt sehr gut. Ja, habe ich ja schon erwähnt. Sie fließt sehr gut, vor allem auch in jedem Füller. Ja, nachdem ich ja meine Probleme hatte mit meinem M1000, mit den Anschreibschwierigkeiten habe ich ihn ja direkt an Pelikan geschickt, damit die an der Feder ein bisschen arbeiten, was sie auch getan haben. Ja, diese Anschreibschwierigkeiten bestehen jetzt nicht mehr so, aber was ich gemerkt habe, die Tinte, die ich vorher am Anfang drin hatte, also Mont Blanc Irish Spring, konnte ich nicht mehr verwenden dafür, einfach weil ja, der Tintenfluss war dann, ich meine, die M1000-Feder ist bekannt dafür, ne, dass sie sehr, sehr wässrig ist, sehr nass ist und das ist auch gut so. Das muss sie auch, glaube ich, sein. Ja, da noch ein bisschen was. Ich weiß, das wird jetzt wieder Stunden dauern, bis es trocken ist. Ist mir ja weiß egal. Aber nachdem die Feder jetzt wieder zurückgekommen ist, also mit dem Füller quasi, muss ich schon sagen, sie schreibt besser insgesamt.
Allerdings musste ich die Tinte wechseln. Ja, eine, die nicht so flüssig ist. Ja, Montblanc-Tinten sind ja doch recht nass. Und da hat mir meine liebenswürdige Abonnentin Blue gesagt, dass Montblanc-Tinten doch recht nass fließen. Und da habe ich ein bisschen rumprobiert, ne? Also Compeggy fließt traumhaft. Die Nudlers-Tinte fließt aber auch traumhaft. Mit J geschrieben, mit Y, nee, doch mit J. So, noch ein bisschen was. Noch ein bisschen was extra. Hier wieder hoch. Ich mag die Tinte. Ja. So, jetzt warten wir mal, bis die Tinte trocken ist und dann melde ich mich wieder. Ja, Freunde, da bin ich wieder zurück. Ungefähr einen Tag später. Also ich würde sehr gerne sagen, die Tinte ist wieder trocken. Sie ist sie aber nicht. Also ich habe jetzt ohne Scheiß einen Tag gewartet und die Tinte ist immer noch nicht so richtig ganz trocken geworden. Ähnliches Problem wie bei Apache Ewig Nass, also Nudlers Apache Ewig Nass, also Apache Sunset. Ich weiß nicht, warum das ausgerechnet bei den Nudlers Tinten nur so hardcore-mäßig ist, dass die Tinte so schlecht trocknet. Überwiegend ist sie schon trocken. Ja, nur an so, an manchen Stellen, wo wirklich enorm viel Tinte drauf ist, ist es halt noch nicht trocken, so ganz. Aber ich sag mal, für das, was ich hier versuche herauszufinden, genügt es eigentlich. Ja, so und damit ich das so ein bisschen zeigen kann, ohne dass hier über alles überschwappt und so, werde ich jetzt mal so ein paar Sachen hier so ein bisschen so abtupfern. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Dass der Tisch mehr oder weniger sauber bleibt. Ja, okay, also auf der Rückseite ja, da sind sogar, da ist, es ist richtig enorm durchgeblutet, muss ich sagen. Also ich habe das über Nacht auf die Arbeitsplatte gelegt, auf die, also in der Küche. Da man sieht es, hier links sind noch so ein paar Krümel hängen da dran. Weil die Tinte wirklich extrem durchgeblutet ist. Also es ist. Ja. Es ist aber jetzt nicht so, dass wenn man damit jetzt schreibt im Füller, dass es jetzt, dass da jetzt eine so enorme große Menge an Tinte herauskommt, dass man da jetzt irgendwie fürchten müsste oder so, oh mein Gott, das hocknet nicht oder sowas, ja. Also es dauert natürlich schon länger als bei gewöhnlichen Tinten. Das ist, muss ich sagen, so der Vorteil zwischen, zwischen der Navajo und der Compeggy ist halt eben einfach, Compeggy trocknet im Verhältnis zu Navajo wesentlich, wesentlich schneller. Ja, also quasi schon beim Schreiben fängt das schon an zu trocknen, was ja eigentlich ganz gut ist, obwohl sie dennoch gut fließt. Ja. Aber die Eigenschaften, was man hier sieht, was so das Shading-Verhalten angeht, sieht man schon Navajo. Ja, es geht ja auch um den, um die Tatsache, warum ich Navajo eigentlich mehr mag als Compeggy, zumindest so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr, nicht viel. Einfach weil hier, wenn wir jetzt hier sagen, wenn wir jetzt hier von Shading sprechen, für jemanden, für den Shading beim Schreiben sehr, sehr wichtig ist. Ist diese Tinte eigentlich das Optimum, sage ich mal, ja? Compeggy
schädigt auch. Ja, und das ist nicht zu wenig. Aber Navajo, muss ich leider sagen, schädigt nochmal eine Spur mehr. Ja, so, und um die ganzen Tinten, also diese, um diese Tinte, die Navajo, mal zu vergleichen. Ja, da haben wir hier die Nutlers Navajo. Ich zoome mal gerade ein bisschen. Ja. Nutlers Navajo. Im Vergleich mit meiner heißgeliebten Compeggy. Ja, man sieht schon, es sind beides Blaus, aber Navajo ist eher so ein dunkles Türkis oder ein dunkleres Türkis als jetzt Compeggy ist halt eher ein Blau. Ein etwas helleres Blau, so ein Azurblau, wunderschön, wunderbar. Ja, auch vergleichbar mit dem Compeggy-ähnlichen Shioya Blue, also Kobi Nummer 17. Ja, mittlerweile auch eine relativ seltene, also hier in Deutschland sehr schlecht erhältliche. Ich habe die ja gekauft, diese Kobi-Tinten. Ich habe ja drei Kobi-Tinten gehabt. Ich habe eine verkauft, weil ich sie halt nicht benutzt habe. Und ich habe diese drei Tinten bezogen über Amazon. Diese Marke gibt es leider nicht mehr über Amazon zu beziehen. Sind nicht ganz billig gewesen. Ja, so ungefähr 30 Euro pro Gläslein oder pro Glas mit, ich glaube, das waren 30 Milliliter oder so. Aber es sind schöne Tinten, aber Compeggy mag ich mehr. So, im Vergleich dann noch mit KWZ, Azur, ist eine polnische Marke. Ich weiß nicht, ob das jetzt Azur auf Polnisch gemeint ist oder wie das klingt, keine Ahnung. Blackstone Barrier Reef, auch eine schöne Tinte, die ich allerdings nicht mehr benutze, weil sich im Laufe der Zeit dann eher so die schlechten Eigenschaften der Tinte gezeigt hat. Ja, also von daher, ich habe es jetzt noch als Swap, ich habe auch noch Tintenreste da, die ich auch mal als Tintenprobe verteile hier und da und so, aber ich selbst, ich benutze sie eigentlich kaum noch. Dann Diamond Asa Blue, Diamond Florida Blue. Ja, jetzt geht es schon eher so in Richtung Navajo oder Navajo, Edelstein Topaz. Dann die Edelstein, Quatsch, die Pelikan Türkis. Ja, sieht man schon, das ist schon ein Pelikan Türkis, ist etwas heller als die Topaz. Dann M&M Türkis, was wirklich sehr schön shadet. Lamy-Türkis, Rohre und Klingner, Blue Mare, Karandash. Ich bin der Meinung, dass der Name Karandash nicht unbedingt so schlau gewählt ist. Und Diamine Havasu, das dunklere Türkis, was ich bisher eigentlich immer so hatte, also alles das dunkelste Türkis, aber verglichen mit Navajo sieht man schon, das ist eine Spur dunkler, dennoch leuchtender. Und hier mit Compeggy verglichen. Ich mag beide sehr. Ja. Okay, Freunde. Also, ich glaube, das war es dann eigentlich schon. Wo ist die Flasche? Da ist sie. Nudlers Navajo. Eine wunderbare Tinte. Wahrscheinlich habe ich dafür zu viel bezahlt, aber ist egal. Mag ich sehr. Besonders in meinem heißgeliebten Pelikan M1000. Wunderbar. Ja. Das war es dann schon wieder für heute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen und Fakt, sehr gerne. Ansonsten gerne auch ein Like dalassen, ein Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis bald und ciao.